Hallo, du bist herzlich willkommen. Es gibt Worte, die sind doppeldeutig. Bank zum Beispiel ist so ein Wort. Der Plural schafft Klärung. Die Banken sind gut aufgestellt, die Bänke sind gut aufgestellt. Ich meine letztere. Sie steht im Garten, wird manchmal gar nicht benutzt und steht doch als Symbol für Verweilen, entspannt allein durch ihr Dasein. Senioren nutzen sie eher als Kinder. Eine Bank in unserer Straße. Gerade sitzt keiner drauf. Aber oft sind da zwei Menschen mit Mittagssnack, mit WhatsApp, mit einer Flasche Bier. Der Blick ist trist. Ein Lackierbetrieb, die Straße. Andere Bänke stehen an exponierten Punkten, wie hier am Rhein, unterhalb der Lorelei. Hier erlaubt die Bank einen unerhört schönen Blick auf den Rhein. Ein Blick, wie ihn der englische Maler William Turner gerne einfing. Diese Bank erlaubt Genuss. Auch drei Latten unterm Po machen manchmal froh. Eine schlichte Bank auf einer kroatischen Insel, 35 Grad, Rast mit Panorama. Die Bank, sie erlaubt ein Rasten, eine Brotzeit auf der Wanderung. Sie steht im starken Kontrast zur Rastlosigkeit unserer Tage. Du arbeitest, definierst dich darüber, ständig gebraucht zu werden, beruflich, gesellschaftlich. Und wenn da noch Zeit bleibt, fegt zumindest die Straße. Aber hinsetzen, Beine lang machen, habe ich das verdient? Falsche Frage, verdient? Ich darf nicht nur ausruhen, ich muss. Wenn ich immer Input gebe, immer agiere, werde ich nicht hören können auf mich, meinen Körper, meine Seele, meine Nächsten und auch nicht auf Gott. Rast, Ruhen, Genießen sind elementar, damit ich für andere, meine Familie und Kollegen, mein Gegenüber genießbar bleibe. Rasten ist Umsicht und erlaubt Reflexion, damit ich wach bin, weniger Fehler und Unfälle provoziere, damit ich bei der Sache und den Menschen bin. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Übrigens, Gott ruhte sich am siebten Tag aus. Dies soll uns Beispiel sein. Jede Bank erinnert uns, dass wir neben Schaffenskraft und Umtriebigkeit genauso Ruhe und Kontemplation benötigen, um hören, sehen, riechen, fühlen und staunen zu können, um so immer wieder Gott zu finden. Bleib bewahrt. In Ruhe.